Flaggen, Papa Platte und ich. Was ist das für TikTok? Moin, Latten Paul, mach Papa Basti stolz. Was ist das? Bro, apropos Papa. Eine Freundin von Marsha hatte Geburtstag und ich habe ihr gratuliert bei Insta. Hab ihr sogar einen Sprachnotiz gemacht, meinte so, alles Gute zum Geburtstag. Ne, feier schön, bla bla. Und sie hat einfach nur geantwortet mit Danke Papa. Und jetzt bin ich verstört, Bro. Jetzt bin ich verstört. Alright, ich werde alle Flaggen erkennen. Level hard. Guess the flags level hard. Easy. Albanien. Albania. Boah, fuck. Es ist so Türkei-Pakistan-Shit, aber ich weiß nicht genau. Ich sag mal Pakistan. Pakistan. Oh! Bro, ich hab das Gefühl, das ist actually easy as fuck und ich weiß es nicht. Ist das Tschechien oder so? Luxemburg. Naja, juckt eh keinen. Oh, fuck. Oh, fuck, was war das? Oh, das wird mich abfucken, glaube ich. Ist das so Bosnien-Herzegowina oder wie das heißt? Wahrscheinlich nicht. Somalia. Bruder, da bin ich nie drauf gekommen, what the fuck? Oh, fuck, Bro, ich habe als erstes an Ungarn gedacht, aber das ist nicht Ungarn, oder? Es ist irgendwas Ostblock-mäßiges, würde ich sagen. Oder? Das ist so Iran oder so? Bulgaria. Ah, okay. Ist okay. Ich wusste ungefähr. Oh mein Gott, Bruder, ich stehe ultra auf der Leitung. Was ist das nochmal? Also, wären die oberen zwei Farben geswappt, dann wüsste ich's, glaube ich. Wär's schwarz-rot, you know? So rum. Ah, ich komme nicht drauf, Bro. Oh, das wird mich abfangen. Das wird mich wirklich abfangen. Jemen. Nee, keine Ahnung. Wäre ich nie drauf gekommen. Never mind. Thailand, easy. Costa Rica. Alrighto. Wait, aber hä? Ist das nicht Thailand? Thailand-Flagge. Oh, sorry, Digga. Wir haben dieselbe Flagge, aber sie ist inverted. Oh, sorry, Digga. Rica. Keine Ahnung, Bruder. Weiß ich nicht. Bahrain. Noch nie von dem Land gehört. Herzogi Bosilgovna, oder wie die heißen? Cambodia. Jo, das, genau. Rollt der rein? Also es ist auf jeden Fall Südamerika, würde ich sagen. Aber ich könnte jetzt nicht sagen, welches Land. Ecuador. Ja, okay. Gut. Jo, top, dann haben wir das auch geklärt. Arschgeile Nummer. Du wusstest zwei, Bro. Und bei mindestens drei weiteren war ich nah dran. Alright. Bei mindestens drei weiteren war ich nah dran. Bro, ich sag's euch so, wie es ist. Flaggen auswendig zu kennen, hat nichts mit Skill zu tun, ist reines Auswendiglernen und ist verschwendeter Platz in meinem Gehirn. So, jetzt ihr. Was hat man davon? Nicht, dass du vom man Ding hat davon überhaupt nichts. Das ist absolutes, unnötiges Wissen. Wen juckt das? Ist cool zu wissen. Ich sag nicht, dass es uncool ist, dass man das dann jetzt wüsste. Aber es ist auch unfassbar unnützes Wissen. Oder kein Mensch jetzt muss die Flagge von jedem wissen. Den juckt das? Unnötiges Wissen, ehrlich. Ja, es ist halt so nice to know, aber nah dran? I don't know. Da war Deutschland näher dran, die Weltkarte voll zu machen. Oh, schwierig. Ich komme nicht dran vorbei, oder? 58 Sekunden. Flaggen, Papa Platte und ich. Kevin, es ist Bulgarien. Ich möchte nichts anderes aus deinem Mund hören. So Iran oder so? Das wird, glaube ich, interessant. Bulgaria. Ah, okay. Ist okay. Ich wusste ungefähr. Ungefähr. Iran, Bulgarien. Wir machen weiter. Ey, wird's niemals wissen, es ist Jemen. Nein, Kevin, mach ihn nicht, den Joke. Oh mein Gott, Bruder, ich stehe ultra auf der Leitung. Was ist das nochmal? Also wären die oberen zwei Farben geswappt, dann wüsste ich's, glaube ich.
Nee, warte mal. Nee, wait, wäre es schwarz-rot, you know? So rum. Nee, es ist jedem. Ich wäre, also ich wäre noch in, ich würde es noch in Ordnung, ich hätte es noch in Ordnung gefunden, hätte er gesagt Ägypten. Weil dann hätte ich gesagt, okay, ja, warum nicht? Also, ne, dann sind die Grundfarben schon richtig, da hast du aber nur nicht halt das Emblem in der Mitte, aber das ist Jemen. Ach, ich komme nicht drauf, Bro. Oh, das wird mich abfangen. Das wird mich wirklich abfangen. Niemals wird es dich abfangen. Jemen. Nee, keine Ahnung. Wäre ich nie drauf gekommen, der war mein. Costa Rica. Thailand, easy. Costa Rica. Costa Rica. Alrighto. Wait, aber hä, ist das nicht Thailand? Sind sehr ähnlich die Flaggen. Ist nicht falsch, ist kein schlechter Call. Stimmt, warte mal, der ist 13 Minuten im Stream und knallt direkt mal einen Flaggenkurs. Das ist, Bro, das könnte mein Stream sein. Oh, sorry, Digga, wir haben dieselbe Flagge, aber sie ist inverted. Oh, sorry, Digga. Also, um es genau zu nehmen, ist das nicht genau dieselbe Flagge, weil wir haben nicht nur die Farben inverted, sondern wir haben auch zweimal verschiedene Seitenverhältnisse. Lasst mich jetzt nicht lügen, aber ich glaube, wir haben einmal ein 3:5 und einmal ein 2:3 Verhältnis. Sagt mir, Costa Rica hat 3:5, oder? Costa Rica hat ein 3:5. Und ich glaube, dass wir ein 2:3 bei Dings haben. Bei Thailand haben wir 2:3. Wir haben bei Thailand ein 2:3 Seitenverhältnis. Rica. Keine Ahnung, Bruder. Bahrain. Weiß ich nicht. Bahrain. Noch nie von dem Land gehört. Kambodscha. Herzogi Boselgovna oder wie die heißt. Bros. Cambodia. Jo, das, genau. Ecuador. Also es ist auf jeden Fall Südamerika, würde ich sagen. Ja, okay, okay, stark. Aber ich könnte jetzt nicht sagen, welches Land. Ecuador. Ja, okay. Gut. Jo, top, dann haben wir das auch geklärt. Arschgeile Nummer. Ach, das ist doch Katar. Nein, Katar ist dunkel, so ein Weinrot mehr. Das steht zwischen Costa Rica und Thailand. Ach, es ist so schön. Flaggen sind mein Leben.